Liebe Schwestern und Brüder, man ist ja fast versucht, sich bei Jesus zu beschweren. Da kommen die Apostel und haben zur Abwechslung mal eine vernünftige Bitte. Nicht eine, lass uns rechts und links von dir sitzen oder sonst eine von diesen merkwürdigen Bitten, die die Apostel manchmal äußern. Sie haben ein anständiges Anliegen, stärke unseren Glauben. Und sind wir nicht genauso wie die Apostel vielleicht versucht zu sagen, ja Jesus, stärke unseren Glauben und dann kommst du mit solchen Sätzen. Dann kommst du mit dem Sätzen, wenn euer Glaube auch nur so groß wäre wie ein Senfkorn, also mini, 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 dann könntet ihr zu dem Baum hier sagen, verpflanzt dich ins Meer, der wäre Meer. Und dieses Wort vom Sklaven, von den unnützen Sklaven. Vielen Dank auch. Ist damit unser Glaube gestärkt? Haben wir etwas gewonnen, liebe Schwestern und Brüder? Oder sind wir noch mehr verunsichert? Wir müssten ja beinahe überlegen, sollen wir überhaupt um sowas noch bitten, wenn er mit sowas um die Ecke kommt? Wir könnten es allerdings auch anders sehen. Das erste wäre, wie schön wäre es, wenn wir uns die Bitte der Apostel auch heute zu eigen machten. Stärke unseren Glauben in dieser glaubensarmen Zeit, in der entweder viele Menschen, weil sie vielleicht auch den falschen Zugang haben oder böse Erfahrungen machen mussten, zu dieser Frage gar nicht mehr kommen. Sie sind fertig damit. Gott, Leben nach dem Tod, religiöses Leben überhaupt führt dann nur zur Gewalt. Wenn man das dann irgendwie ernst nimmt, dann wird man radikalisiert, wie wir heute sagen. Unsere Aufgabe wäre es, liebe Schwestern und Brüder, unablässig uns die Bitte der Apostel zu eigen zu machen, das wäre schon ganz viel. Ein erster Schritt, stärke unseren Glauben. Aber dann müssen wir natürlich auch fragen, und was ist das? Was ist das Glauben? Die einen sagen dann, das kann ich dir ganz schnell beantworten, du kannst bei Amazon heute noch mit dem Schnellverfahren kannst du den Katechismus der katholischen Kirche bestellen. Das ist ein dickes Buch, okay, aber da ist hinten ein Register drin. Kriegst du auf alle Fragen eine vernünftige Antwort. Das ist Glauben. Okay, dann bestellen wir das anständigerweise im Buchhandel, damit die auch was verdienen und nicht bei Amazon. Dann brauchen wir Jesus also nicht. Wir haben ein Buch. Das ist dann schon alles. Die andere Seite eher neigt dazu zu sagen, ach, diese ganzen Bücher. Es ist ja alles viel später und das ist alles so menschengestrickt und gemacht. Das haben sie irgendwann mal in Rom so entwickelt und so verschiedene Dinge. Glaube ist einfach ein Vertrauen zu haben. Also irgendwie ein grenzenloses Vertrauen in sich, in die Welt und wenn der liebe Gott dann noch vorkommt, ist auch noch gut. Das andere Extrem. Jesus beantwortet die Frage anders und zwar noch merkwürdiger, als es auf den ersten Blick erscheint, indem er den Glauben offenbar misst. Wie ist das möglich? Kann man Glauben messen? Er spricht von klein und groß. Mini, habe ich gesagt, mini, mini, wie ein Senfkorn, das man kaum sieht, das geht unter einen Fingernagel. Ich habe noch nicht erfahren, das würde sonst sicher im Internet im Video gepostet irgendwo, dass im Meer ganz viele Maulbeerfeigenbäume stehen. Also ganze Plantagen. Zu sagen, das sind die Katholiken. Boah, die glauben wie ein Weltmeister. Ja? Das ganze Mittelmeer ist mit Maulbeerbäumen voll, weil die so glauben. Ja? Die verpflanzen sich unablässig ins Meer. Wir ringen mit den Händen nach diesem Beispiel. Wir können uns natürlich davon verabschieden, ist ja nur ein Beispiel, aber ein gutes. Denn es führt uns genau dahin, wie Jesus unseren Glauben stärken will. Die Apostel haben jetzt so viel angehört und vielleicht erinnern wir uns an die letzten Sonntage. Letzten Sonntag dieses Beispiel vom armen Lazarus und immer geht es an den letzten Sonntagen, wenn Jesus zu uns spricht, um das Verhältnis zum Reichtum, zum Geld. Das ist immer auch unser Problem. Wenn wir ehrlich sind.
Wir sind Tag und Nacht manchmal damit beschäftigt. Wohin damit? Wo kommt es her? Was machen wir damit? Jesus wischt es eigentlich weg. Mit dem Beispiel vom Senfkorn hier lenkt er unseren Blick auf das Kleine. Gerade der Evangelist Lukas, dem wir in diesem Jahr zuhören, den Worten, die er von Jesus für uns aufgeschrieben hat, hat das von Anfang an, das kleine Kind in der Krippe. Schon die Mutter, die guter Hoffnung zu ihrer Base Elisabeth eilt, singt von dem kleinen Verborgenen, das noch in ihrem Leib bewahrt ist. Und immer geht es um den Blick auf die Kleinen. Der Zachäus, dieser Minityp, dieser Wichtigmacher, der verschwindet auf dem Baum und kommt plötzlich doch ganz groß raus, weil Jesus ihn sieht. Immer ist es das Kleine, es sind die Armen, es ist das Unscheinbare. Dort findet Gott seinen Platz in dieser Welt. In dem, was niemand sieht, was niemand bemerkt. Nicht die großen Aktionen, nicht das, was man an die große Glocke hängt. Es ist nicht die große Politik, auch nicht die große Kirchenpolitik. Es ist das Kleine und Unscheinbare. Erst gestern haben wir eine solche Heilige gefeiert. Die kleine Theresia, wie sie heißt. Was ist da Besonderes? Zunächst einmal, dass es eben nichts Besonderes ist. Aber Sie kennen das doch aus Ihrem persönlichen Leben. Also auch bei den Eheleuten, wenn wir mal die als Beispiel nehmen. Es sind doch nicht die großen Aktionen, der jede Woche georderte Blumenstrauß oder sozusagen die Lastwagengröße von Pralinenschachteln oder so, das hat man früher wahrscheinlich, heute hat sich das geändert wahrscheinlich. Diese Riesenaktionen, die sind es doch nicht. Es ist die kleine Geste. Es ist der kleine Blick. Die Hand, die verstohlen nach dem Nächsten sucht, ohne Worte. Das macht ein Zusammenleben aus. Und das macht es wertvoll und fruchtbar. Wir haben ja oft genug den Eindruck, dass die Riesenaktionen von einem schlechten Gewissen herkommen und nicht wirklich vom Herzen her. Das Kleine ist der Platz des in dieser Welt. Und so ist es auch mit dem Glauben. Das zweite Wort, dazu kommt nächsten Sonntag mehr, denn es hat dieses Wort vom Sklaven, das Jesus hier sagt, hat eigentlich mehr mit dem Evangelium vom nächsten Sonntag zu tun. Deshalb gehe ich darauf nächsten Sonntag ein wenig mehr ein. Aber trotzdem gibt es auch hier zumindest einen kleinen Zusammenhang. Stärke unseren Glauben. Wie kann das denn gehen? Indem ich den Glauben in mein Leben hineinlasse. Das heißt, indem ich Jesus ernst nehme, ihn als Herrn akzeptiere, nicht nur sonntags morgens, sondern immer. Jesus ist immer der Herr unseres Lebens, jeden Augenblick. In den Tagebüchern des Julian Green, eines Schriftstellers, der vor einigen Jahren gestorben ist, der über Jahrzehnte Tagebuch geführt hat, der nach einem wilden Leben zum Glauben gefunden hat und dann zum Katholizismus konvertiert ist, da schreibt er einmal: Das Leben ist so etwas Wunderbares, ein so schönes Geschenk Gottes. Es ist es wert, dass ich jeden Morgen, wenn ich wieder wach werde, dieses Leben Gott gegenüber mit einem schönen Kreuzzeichen begrüße. Es muss ein schönes Kreuzzeichen sein, schreibt er. Das ist eine kleine Geste, liebe Schwestern und Brüder, wie ich mich morgens im ersten Augenblick, wenn ich wach werde, daran erinnere, dass Jesus der Herr ist, dass ich zu ihm gehöre, dass ich ihm untertan bin, dass ich ihm dienen will. Und wenn uns das Wort vom Sklaven stört, dann sollten wir uns immer in Erinnerung rufen, das Wort, das der Kirchenvater Ambrosius sagt: Wir haben einen guten Herrn. Wir bleiben unser ganzes Leben lang Arbeiter, Arbeitende, solange wir zu ihm gehören. Aber wir haben einen guten Herrn, für den es sich lohnt zu arbeiten, wo es sich lohnt, untertan zu sein, weil er sich nach uns umschaut. Das heißt Glauben, auch wenn das nur ganz klein ist. Vielleicht ist es diese kleine Geste
am Morgen mit einem Kreuzzeichen zu beginnen. Herr, stärke unseren Glauben. Nehmen wir dieses Gebet mit und setzen es in der einen oder anderen Weise in die Praxis um, damit wir selber in dieser glaubensarmen Zeit gestärkt werden, damit wir das Aufatmen lernen im Glauben, zu wissen, stärke unseren Glauben, denn wir haben einen guten Herrn.